20 Jahre nach der Einheit. Nostalgische Gefühle auf einer DDR-Party in Berlin. Wenn Erinnerung durch den Magen geht, wird der Osten zur reinen Geschmackssache. Was für den Italiener oder Pizza ist, vor den Ossis im Soße mit Ei. Mit Schnäppchenjägern auf Spurensuche nach den Überresten einer vergangenen Epoche. Na, wo ist die DDR jetzt begraben? Ja, hier hinten. Relikte des Ostens, heute gefragter als jemals zuvor. Heimatgefühl als Kult- und Wirtschaftsfaktor. Die nehmen es halt mit, weil sie Erinnerungen damit verbinden. Berlin. Für Ex-DDR-Bürger die alte und neue Hauptstadt. 20 Jahre nach der Einheit sind Platten und Trabanten fast von der Bildfläche verschwunden. Doch ein paar Meter vom Ostbahnhof entfernt lebt sie wieder auf, die Deutsche Demokratische Republik. Michael Woizig beliefert Ostalgiker in aller Welt mit Waren und Raritäten aus der DDR. Heute soll er zwei Clubsessel ausliefern, die einst im Palast der Republik standen. Das sind praktisch Einzelanfertigungen, die wurden auf Wunsch der Stadtführung der DDR hergestellt und die kommen aus der Tschechoslowakei. Also solche, die gibt es einfach nicht mehr und die sind mittlerweile über 30 Jahre alt und top in Schuss. Die Sessel hat Woizig in einer ehemaligen Ferienwohnung der SED-Parteiführung in Thüringen aufgespürt. Nun sollen sie das Foyer des Ostel schmücken, einem Hotel, ganz im DDR-Ambiente. Ach, hallo Micha. Hi André. Grüß dich. So sieht man sich wieder. Das sind die Stühlchen, die ich reinbringen wollte. Super. Wo sollen sie hin? Schick. Ich würde sagen, hier in den Lounge-Bereich. Die passen hier super her. Ja. Na, die sehen ja echt schick aus. Der Arbeiter- und Bauernstaat, hier existiert er weiter. Alles ist auf DDR getrimmt, exakt so wie zu Erichs Zeiten. Sogar die Volkskammer gibt es noch als Besprechungszimmer. Wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben, authentisch zu sein. Wir sehen hier den Horst Sindermann, Vorsitzender der Volkskammer. Und zum Beispiel hier drunter ein wunderschönes Radio, Marke Peter. Das funktioniert natürlich auch alles. Wir können hier mal anmachen. Und wir haben hier zum Beispiel an der Rezeption haben wir die Zeiten von unseren sozialistischen Bruderstaaten aus der Sowjetunion, aus Kuba und aus China. Vom Telefon bis zur Tapete. Keines der 35 Zimmer gleicht dem anderen, aber jedes erinnert an vergangenen sozialistischen Glanz. Flachbildfernseher oder Minibar, Fehlanzeige. Stattdessen prangt über jedem Bett das Konterfei des Staatsratsvorsitzenden. Wir hatten damit ein Problem, dass hier in Berlin alles abgerissen wird, was an die DDR erinnert. Und es sollte natürlich auch ein bisschen Spaß machen. Selbiges gilt natürlich auch für das neue Restaurant des Ostel. Zum Frühstück erwartet die Gäste hier das Flair der Metropa-Raststätten. Abends das gehobene Ambiente eines sozialistischen Staatsbanketts. Zur Eröffnung heute wird der Gourmet-Tempel festlich geschmückt. Das Auge ist ja schließlich mit. Ja, es gab ja in der DDR tatsächlich Restaurants, die hatten einen gehobenen Standard. Und wir wollten so ein Interhotel-Flair, wollten wir eigentlich wieder reinbringen. Und lassen eben die alte, gehobene ostdeutsche Gastronomie wieder aufleben. Ostproduktehändler Michael Woizig hat für den passenden Rahmen ein paar Requisiten mitgebracht. Wir haben hier die Hauptmütze noch. Mhm. Ach, der Stahlhelm, ja. Wahnsinn. Wettrüsten, Atomwaffen, der Kalte Krieg, war da mal was? Lange scheint es her. Ja, ich hab's nicht so mit der Armee, aber schon okay. Kulturtäschchen von der Interflug. Womit sich DDR-Familien damals die Zeit vertrieben, häufig stammte es aus dem volkseigenen Betrieb BB System Plastika. 18,30 Mark kostete damals so ein Tisch-Minigolf-Spiel. Das gab es im Spielwarenladen, gab es das zu kaufen für jedermann. Man musste bloß gucken, dass man es bekommt. Es gab es nicht immer. Die kleinen Fluchten aus dem Alltag, der auch in der DDR nicht immer grau war, zumindest gab man sich alle Mühe. Alles Originalware, die Michael Woizig überall aufstöbert, wie hier im sächsischen Pausa. In diesem Haus hat ein Sammler gewohnt und im Schuppen nebenan bis zu seinem Tod das Erbe der DDR bewahrt. Ich hoffe, dass wir hier ein paar Spielzeuge finden, aller möglicher Couleur aus allen möglichen Jahrgängen. Schauen wir einfach mal nach und lassen uns überraschen.
Mutter und Sohn Hallo. Just haben Wolzig und einen Trödelkollegen aus dem Westen gebeten, das Erbe zu versilbern. So, wo ist die DDR jetzt begraben? Ja, hier hinten einmal durch. Ah ja, dann schauen wir mal. Der Familienschatz der Justs. Flop oder Top. Gleich werden es die Trödler wissen. Wohin das Kennerauge blickt. DDR-Artikel aus allen Jahrzehnten, verteilt auf 2 Etagen. Lange Zeit haben es die Justs nicht übers Herz gebracht, die väterliche Sammlung aufzulösen. Doch nach 20 Jahren Einheit scheint die Zeit jetzt reif. Die Frage ist nur, welche Dinge hier sind etwas wert und was gehört auf den Müllplatz der Geschichte? Geschichte der SED. Abriss. Mal gucken. Ja, die sozialistische Einheitsbauer Deutschlands ist der bewusste und organisierte Vortrupp der Arbeiterklasse. Na, mit sowas hat man sich beschäftigt. Ja, was sagt man da? Freundschaft, oder? Ja. Und wie gesagt, der Vortrieb ist jetzt gerade hier. Ha. Die Arbeiterklasse arbeitet sich hier durch. Blechspielzeuge zu verkaufen dürfte leichter sein. Manche der Modelle hier bekamen DDR-Bürger nur unter dem Ladentisch. Weißt du, welches Auto das war? Bei uns im Westen. Das war ein Opel Rekord. Und ist hier in der DDR gemacht worden. Bei uns war es ein Moskvitsch. Nee. Oh, sieht fast so aus wie der Moskvitsch. Normal müsste der hier vorne ein Opel-Zeichen haben, die runden Rückleuchten, die fahren. Bei uns sind ja schon Oldtimer, sind die ja. Muss wahrscheinlich alles ein bisschen geputzt werden und gemacht werden. Ja. Oh mein Gott, ich denke mir, wir räumen das mal runter. Dass die Sammelleidenschaft von Vater Just vor allem Radios galt, ist nicht zu übersehen. 500 Stück finden sich hier und stellen die Trödelexperten und ihre Helfer vor eine echte Herausforderung. Die meisten Radios sind kaputt. Ob sich die noch verkaufen lassen? Michael Wolzig hat sich inzwischen zum Puppenregal vorgekämpft. Viele der Figuren stammen aus Sonneberg in Thüringen, dem damaligen Zentrum der DDR-Spielzeugindustrie. Ja, die waren immer sehr gut gehandelt. Also je nachdem, was es für einen ist, zum Beispiel so ein Minolpirol, der kann schon mal 40 Euro bringen und ist gerade mal so groß hier. Wenige Tage später, Staßfurt in Sachsen-Anhalt. Hier verkauft Michael Wolzig seinen Landsleuten das Ostgefühl. Sein Laden ein Paradies für ostalgische Sammlerherzen. Jetzt ist auch ein Großteil der Sammlung von Familie Just hier. Sohn Matthias ist eigens angereist. Hallo. Hallo. Hat's geklappt, Matthias, dass du mit da bist? Ja. Siehst du, da ist ein bisschen schon was los. Ja, animiert auch schon fleißig. Der Sammlung seines verstorbenen Vaters ist ein eigener Verkaufsraum gewidmet. In akribischer Fleißarbeit hat Michael Wolzig jedes Einzelteil herausputzen lassen. Wahnsinn. Wenn man das jetzt so sieht hier. Haben wir doch Schmuck gemacht. Da haben eine Frau 2 Tage putzt an dem Zeug. Achtung, Achtung, mal eine kleine Durchsage hier. Wir haben jetzt über dieses Wochenende und die nächste Zeit einen Sonderverkauf hier im kleinen Raum nebenan. Nicht alles verramschen, sondern gute Preise erzielen, lautet die Devise. Immerhin bekommt Wolzig 20% Verkaufsprovision. Das gilt auch bei diesem Kofferradio aus der Sowjetunion. Du weißt nicht, ob es funktioniert. Das kann ich dir nicht sagen. Bisschen wach so. Ein paar Sachen muss man selber machen. Aber du siehst ja hier, also ein bisschen Batterie ausgelaufen, denke ich mal. Ein Zehner? Machen wir 15. 15? Ja, gibt dir einen Ruck. Ja, ja. Nee, okay. Als Kind habe ich das schon besessen. Als erstes. Deswegen ist das eine Erinnerung. So ein Kofferradio war früher purer Luxus. DDR-Bürger mussten dafür bis zu 500 Mark hinblättern, einen durchschnittlichen Monatslohn. Wenn man sich überlegt, was zu DDR-Zeiten so ein Radio gekostet hat und dass die meisten den Kredit aufnehmen mussten. Die Leute kaufen es halt wirklich, weil es das erste Radio war, was sie in der Kindheit hatten. Die haben keine 100 Radios da zu Hause stehen. Die nehmen es halt mit, weil sie Erinnerungen damit verbinden. Leipzig. Auf Ostdeutschlands größtem Flohmarkt versuchen derweil Kollege Rainer Berkenhoff und Mutter Just den anderen Teil der Oströdel-Sammlung zu verkaufen. Vor allem kleine Puppenmöbel sind hier gefragt. Es ist nur verrutscht. Der müsste nur wieder angeleimt werden. Das Stühlchen, sagen wir mal, was kaputt ist und sie sich halt zusammenkleben müssen, 2 Euro. Mit dem Verkauf weniger Puppenmöbel hat der Händler in 2 Stunden schon 400 Euro eingenommen.
ich sag mal, den Samovar, der soll auch 5 Euro kosten. Dann würde ich ihm das hier dabei geben. Ja. Ja? Dann würde ich jetzt einfach mal alles 5? Rein. Ja, wir gucken gleich mal. Ja. Machen wir es wie im Kaufhaus. Ja, kommen Sie mal mit, gehen Sie mal mit. Dann schauen wir mal hinten. 2 Euro da, 5 Euro dort. Das Kleinvieh macht auch hier den Mist. Das ist natürlich doll hier. 40 Euro. Okay? Okay? Ja. Alles klar, sind wir fertig damit. So, das sieht doch gut aus, haben Sie bestimmt nicht schlecht gekauft. Dankeschön, die Firma dankt, der Chef bezahlt. So, weiter geht's im Text. Sachsen-Anhalt. Bei Michael Wolzigs Sonderverkauf im Staßfurter Ossiladen haben es viele Schnäppchenjäger vor allem auf die historischen Puppen aus Thüringen abgesehen. Ein paar Schmucke gefunden. Ich mich, ja. Ich habe ein paar Schmucke gefunden, für die ich mich wahnsinnig interessiere. Das sind teilweise recht rare Sachen, wo schon 5 haben pro Stück. Das ist schon. Ein Fünfer ist ein bisschen. Ja, wir haben 4 okay. Ein 4 und hier eine kleine Nacki jetzt noch dazu. Und eine Nacki. Für die Puppenstube, das wäre doch mal was, oder? Eine Nacki für die Puppenstube. Ja, Erinnerung, das ist unsere Kindheit. Das ist unsere Kindheit, das selbstgestrickte von Oma und Opa zu Weihnachten, das hergerichtete Puppenwagen aus Schuhkartons, wo ein Puppenwagen hergestellt mit Strippe zum Hinterherziehen bei Oma. Da sind so viele Erinnerungen dran, das ist einfach nur enorm. Auch auf dem Leipziger Flohmarkt läuft der Verkauf wie geschmiert. Selbst für kaputte Radios finden sich Interessenten. Von 20 Stück sind gerade mal 4 übrig. Okay. Gut, dann nehmen wir die 4. Ich sag 50 also, Euro? Nee, 30. 40? Also für den Zustand, nee, dann 20. Nee, komm 30, nimm mit. Okay. Ab die Post. Auch die defekten Radios sind ihr Geld wert. Zum Beispiel brauche ich bei dem Gerät jetzt den Lautstärkeregler für einen Freund. Der hat das Gerät im sehr guten Zustand, das ist aber der Lautstärkeregler kaputt. Und ein anderer Freund, der hat sich schon angemeldet für die Skala. Der braucht also die Skala, die ist zerbrochen. Kurz vor Mittag, nun ist das eingetreten, womit Bärbel just nie gerechnet hätte. Alle Radios sind verkauft. Und wie habe ich das gemacht? Super. Super. Ich hab's gewusst. Der eine Mann hat dann mit 11 Radios genommen. 11 Radios? Ja. Und der andere den Rest. Also Radios sind alle weg. Alle weg. Und auch in Staßfurt sind Papa Justs DDR-Andenken überaus begehrt. Besonders gefragt Blechspielzeug. Pro Stück geht das für 3 bis 5 Euro weg. In Leipzig bläst Trödelprofi Berkenhoff zum Endspurt. Jetzt heißt es wirklich, alles muss raus. Und um Punkt 13 Uhr fällt dann der Hammer. Nichts geht mehr, Auftrag erfüllt. Die DDR ist ausverkauft. Zumindest die kleine DDR der großen Frau Just ist jetzt Geschichte und ist gleichmäßig über die Plätze verteilt worden. Und was hat der eine Verkaufstag nun eingebracht? Kassensturz im Haus von Mutter und Sohn Just. Dann haben wir in Leipzig 809 Euro gemacht. Und die ganzen kleinen Sachen doch bei recht guten 1.495. 2.304 Euro, die Ausbeute eines einzigen Verkaufstags. Dabei war das nur der Anfang. Auferstanden aus Regalen. So lässt sich die DDR in klingende Münze verwandeln. Das ist ja überwältigend. Ich habe gar keinen Wunsch jetzt. Ich bin überrascht. Nee, also ich kann jetzt nichts sagen. So viel hatte ich nicht erwartet. Ich denke mal, der Vater wäre ganz zufrieden damit. Tangermünde in Sachsen-Anhalt. In der alten Hansestadt ist heute jedermann möglich, was zu DDR-Zeiten nur Parteioberen vorbehalten war. Einkaufen, was und so viel man will. Denn der hier ansässige Ostprodukteversand führt noch heute alles, was es schon damals gab. Nur hat er davon immer reichlich auf Lager und funktioniert nach rein marktwirtschaftlichen Prinzipien. Die Idee zu diesem Warenhaus hatte Thorsten Klipp, der zur Wende gerade einmal 10 Jahre alt war. Zum einen ist es einfach, dass die Neugier über die Jahre natürlich befriedigt ist, in Bezug auf Westprodukte auszuprobieren. Erstmal alles auf Hochglanz, alles anders. Man wollte es einfach kennenlernen und jetzt wieder sagen, na, das war doch aber ein toller Duft oder ein toller Geschmack oder eine tolle Art und Weise, damit umzugehen und dadurch wieder zurückfinden zum Ostprodukt. Und sei es nur zum neuen Dichtungsring für den alten Schnellkochtopf oder etwas so Zeitlosem und Grenzüberschreitendem wie der Kittelschürze. Na, die Kittelschürzen, die hören ja nun mal zur Bekleidung der DDR dazu. Ja.
Und jede Hausfrau hatte Kittelschürzen. Und da immer noch der Bedarf danach ist, haben wir die natürlich. Und das auch in jeder Größe mit unterschiedlichem Design, wie man ja hier auch sieht. Muster und Farben gibt's in allen Variationen. Das Material aber ist immer das gleiche. Ein Kunststoff, der typisch für den Osten war. Ja. Also, sie wird ja auch genannt als Dederon-Schürze. Und das Material nennt sich eben Dederon. Das ist eben so ein Kunstmaterial aus Ostzeiten. Und da gibt es eine Menge Produkte, die aus Dederon-Material sind. Und dann jeweils unterschiedlich vom Motiv her. Hier hat man zum Beispiel auch diese Einkaufstaschen, die habt aus Dederon. Oder bis hin zu solchem Klammerbeutel. Auch da sieht man wieder ein unterschiedliches Muster. Und es ist aber immer das gleiche Material, nennt sich Dederon. 1000 Produkte, je nach Jahreszeit und Anlass, ein paar mehr oder weniger, führt der Versand. Einige davon gab es in dieser Form damals nicht. Andere dagegen haben die Grenzüberschreitung schon früher geschafft. In Gesamtdeutschland etwa wurde dieses Produkt verkauft. Es ist aber ein absolutes Ostprodukt. Es wurde in Gentin, hier ganz in der Nähe, bei uns hergestellt. Und ist natürlich eine absolut bekannte Sache, wo es dann auch als Pulver oder als Scheuermilch gibt. 50 bis 60 Pakete werden von Tangermünde aus täglich in die weite Welt hinausgeschickt. Auch schon mal ins ferne Chile. Wer dort damit wohl so alles die guten alten Zeiten wieder aufleben lässt? Die Leute identifizieren sich mit diesen Produkten und sie wünschen sich wieder zurück. Nicht unbedingt die DDR oder die Story dazu, sondern einfach die Produkte, die ihnen vertraut sind. Und von denen manche inzwischen sogar zu international begehrten Spezialitäten wurden. Halloren-Konfekt etwa oder Rondo-Kaffee. Berlin. Im Restaurant des DDR-Design-Hotels Ostel steigt heute die große Eröffnungsparty. Pünktlich zu 20 Jahren Deutsche Einheit sollen die Gäste ein Feuerwerk an kulinarischen Spezialitäten des Ostens auf den Teller bekommen. Auf dem Speiseplan gehobene Küche aus der Tradition des Interhotels. Restaurantchef André Stockhausen hat ein ganzes Jahr auf diesen Abend hingearbeitet. Also im Prinzip machen wir es so, dass wir die ostdeutschen Überschriften so stehen lassen. Nur, dass wir heute so anrichten, dass die Gäste sich heute auch so wohlfühlen, als wenn sie in einem anderen Restaurant essen sind. Wir haben beispielsweise Brandenburger Rehrücken an Wildjuice auf Rahmwürsing, dazu hausgemachte Kartoffelklöße. Und das hat früher die Prominenz gegessen. Und was ist die Ostprominenz heute? Sänger Wolfgang Ziegler und Rockmusiker Toni Kral knurrt bereits der Magen. 30 handverlesene Gäste sollen mit dem Menü auf den Geschmack der alten DDR kommen. Die Spezialität des Abends, Würzfleisch im Blätterteigmantel, kennt in dieser Variante offenbar nicht jeder, weshalb sich auch der korrekte Verzehr nicht sofort erschließt. Aber ist es nicht so? Wenn du das so schmeckst, dann siehst du, irgendwie kommen diese Erinnerungen wieder, ne? Das ist immer so. Nee, bei dir nicht? Nee, so Erinnerungen, wie man das mal damals irgendwo, wo man gesessen hat und irgendwie... Nee, das kommt mir bei manchen Apfelkuchen, dann denke ich an meine Mutter. Mittlerweile ebenfalls eingetroffen, ein TV-Kommissar. Während Schauspieler Andreas Schmidt-Schaller noch aufs Essen wartet, verteilt Osthändler Michael Wojcik seine Einheitsgeschenke. Originalprodukte aus der ehemaligen DDR. Gewöhnen Sie ruhig mal rum und greifen sich was Sie gerne möchten. Oh, das ist ein Opernhauptgewinn. Pioniertuch, ich wollte immer Pioniertuch haben. Guck mal, ich nehme die Eierkiste. Ich habe nicht was zu trinken. Gleich, das Ei und ich habe was zu trinken. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Artikel aus dem VIB Sonja Plastik im Erzgebirge. Damit verpflegte sich früher der Nachwuchs der Arbeiterklasse. Wenn man eine Schule einen Ausflug gemacht hat, hat man dann Eier mitbekommen, Salz und Löffel. Ebenfalls im Präsentkorb Frauenhygiene made in GDR. Von solchen Artikeln hat sich der Händler ein ganzes Lager gesichert. Also die ganzen Waren, die jetzt hier in meinem Bestand sind, die stammen aus sogenannten alten Staatsreserven. Die wurden damals zu DDR-Zeiten angelegt, um bei Höhepunkten praktisch den DDR nicht zu dumm dastehen zu lassen. Regale wurden vollgestopft mit den Waren und somit war alles schön. Auf die Gäste wartet nun ein weiterer kulinarischer Höhepunkt. Restaurantchef Stockhausen und Osthändler Michael Wojcik bereiten Senfeier zu. Basis dieses ostdeutschen Nationalgerichts, Mehlschwitze mit gedünsteten Zwiebeln. Da haben wir was Spezielles mitgebracht. Den Ostquo Gloria, heute mal in zwei Ausführungen. Einmal diese Version fürs gemeine Volk.
Wir nehmen einfach dann die Exportversion, weil die von der Qualität her schön sauber schon ist von vornherein. Die Exportversion hat zu Zeiten des real existierenden Sozialismus sogar Hausfrauen im fernen Großbritannien beglückt. Jetzt können wir den Senf schaufeln. Bautzener Senf, damals wie heute die wichtigste Zutat beim Traditionsgericht der Arbeiterklasse. Der Geschmack kommt letztendlich durch den Essig, der im Senf drin ist. Das macht den Geschmack dann auch so richtig aus. Dann lassen wir jetzt einfach die Eier reinplumpsen, weil das heißt ja Senfeier. Was für den Italiener der Pizza ist, ist für den Ossi Senfsoße mit Ei. Nostalgie, die durch den Magen geht. Und wie bekommt den Gästen die Überraschung des Abends? Vielen ist sie noch bekannt als solides, schnelles Gericht, das auch dann gekocht wurde, wenn die Lebensmittelregale in den Konsummärkten mal wieder leer waren. Na, ich verbinde es mit Familie und mit Jugend, Kindheit, na klar. Das war so ein Essen zwischendurch, wenn eine Mutter von Arbeit kam. Für unsere ganze Familie. Senfeier geht immer. Also wenn es die zu Hause gab und ich kam aus der Schule und meine Großmutter hat Senfeier gemacht, dann wäre ich am liebsten gleich wieder gegangen. Das ist die Wahrheit. Aber ich probiere sie natürlich hier, logischerweise. Und das schmeckt so noch. Das schmeckt ja genauso. So hat die Schulspeisung geschmeckt. Ja. Sofort kommt Schulerinnerung. Toni Kral galt in der alten Bundesrepublik als eine Art Stimme des Ostens. Die Alben seiner Band City holten im Westen der 70er und 80er Jahre Gold und Platin. In der DDR setzte er sich früh für Demokratisierung ein. Kral ist eine Ostalgie-Ikone, doch seine Erinnerungen an früher sind eher zwiespältiger Natur. Mein Gefühl in der DDR war immer geprägt von Sehnsucht nach Freiheit, nach Weite, nach Größe. Und das ist auch, was ich den Funktionären der DDR am meisten übel nehme, dass sie das ganze Volk und auch mich klein gehalten haben. Und zwar klein im Geist, klein im Denken. Eröffnungsparty im Restaurant des Hotels Ostel. Zur Feier der deutschen Einheit beschenkt Ostproduktehändler Michael Woizig die Prominenz mit Erinnerungen an die DDR für alle Sinne. Den Sängern Wolfgang Ziegler und Toni Kral hängt der typische Geruch des Ostens noch heute in der Nase. Das war Bonawachs und dieser Formaldehyd-Geruch, der aus diesen Pressspanmöbeln kam. Also auch in manchen Hotels, wo so viel diese Pressspanmöbel waren, hat es immer so ein bisschen so ein stechender. Ja, es war ein besonderer Geruch, das ist wahr. Was ist das denn, um Gottes Willen? Für den Soko-Leipzig-Kommissar gibt es eine besondere Rarität. Volksarmee-Kekse aus dem Jahr 1980. Wenn das mal nicht ein leckerer Snack ist, Magdeburg 1986. Quatsch. Das gibt's noch? Das, ja. Das ist aber das noch das Originale, oder? Das ist noch das Originale, ja. Von 1980. Das kann man nicht mehr essen. Doch. Nee, glaube ich nicht. Und so schmeckt's. Es riecht aber schon ein bisschen vergilbt, ne? Das hat nur den Anschein. Mein Hund hat es gegessen, mein Hund hat überlebt und ist die auch noch da. Jetzt. Also wenn man ganz zu Hause ganz schnell den Schnaps trinken. Also wenn wir jetzt die nächsten 14 Tage keinen Sex haben können, dann liegt es an dem Keks. Ausklang eines ostalgischen Abends. 20 Jahre nach der Einheit ist Deutschland ein gutes Stück zusammengewachsen und die DDR Geschichte. Doch ihre Geschmäcker, Klänge und Gerüche, sie sind noch immer präsent und vermitteln vielen Heimatgefühl und Identität. Die Basis für einen vermutlich noch lang anhaltenden Ostalgieboom.